Ich glaube, das Patent behalten wäre klüger, geldmäßig. Hilft die Gasmaske hier? Ja, geil. Vor Tunnelhusten schützt sie mich. Wäre aber schon lustig, so Bäcker im Homeoffice. Also irgendwie sieht das... Oh, ich nehme die ganze Zeit Schaden. Ich habe den Speer vor Gericht gestellt. Sollte er zurückkehren, wird er wieder im vollen Rang eingesetzt. 14. Wir haben die Operationsbasis des Hooligans ausfindig gemacht. Es ist viel stärker befestigt als erwartet. Bitte um Unterstützung. Rally Point, Tota, Lima, Papa. Ich muss davon ausgehen, dass mein Speer vergessen hat, wo sich der Sammelpunkt befindet. Norden, bringen Sie die Truppen jetzt nach Norden. Mein Speer schwört, dass er dem Leutnant den richtigen Sammelpunkt mitgeteilt hat, aber wenn er das getan hat, wo sind meine Truppen? Ich habe den Speer vor Gericht gestellt. Und Truppen trafen ein. Wetterbedingte Verzögerung, behaupten sie. Das gleiche Wetter wie bei denen, ich die ganze Woche draußen gezeltet habe. Pfadfinder Ehrenwort. Wechseln wir gleich nochmal die Radiosender, der ist gerade ein bisschen geigenlastig. Helfen Sie, Tommy, die Hooligan zu besiegen. Ja, Gewalt! Surrender!
Rally Point? We were looking for you. Well, your regiment. I think you might know my parents. I don't know anyone daft enough to have a kid in this hellscape. No offense. After living it, none taken. Why, that's the Broderick couple, ain't it? That was... Das ist der Name. Well, over a decade ago. You're their kid. I took you for dead long ago. They never stopped looking for you. What? Some of the lads would even ask around town for them when they went on leave. We'd keep our eyes and ears peeled for you. But that all stopped 5 or 6 years ago. Hooligans, likely the same lot you helped us with. Got them both. Your dad was an excellent cook. Always stayed at camp while we were out on patrol. And your mom? Brilliant at stitches and all manner of field triage. A proper mess sergeant and medic team. But the hooligan raids. They fell to one of the first ones. No. We increased security after that. Too little, too late. Sagte dir, ich wusste, dass deine Eltern tot sind. Deine Eltern haben nie aufgehört, nach dir zu suchen, Archie. I knew they didn't. I just knew it. So, we knocked on the hooligans' door loud and clear in response. We started returning the favor to those hooligans. But they organized. Never saw hooligans do the like. They pushed us out 3 days ago. And now, here we are. Do you think I could have one of these casings? A bullet casing? Why not? They're just rubbish now. Warum ist die Patronenhülse aus einer Zufallsschlacht? Das ist ein schönes Andenken. This may not have been my home, but in a way, it was. Home ain't always a place. Not a building, not a city. Limey, it's not even an aeroplane. I'd certainly hope not. Home's wherever I feel safe. So let's go home. And by that, God blimey, I mean adventuring! By the famous Fenoir Terrian. Well, the ladies all call me Calico Jack. Wo ist der Junge überhaupt? Der existiert ja gar nicht und der ist nur in meinem Kopf. Okay. Seine Eltern sind vor 5 Jahren gestorben, aber haben nach ihm gesucht. Den Track hatten wir auch noch nicht. Henkauskörbe. Run like hell and you'll be there. A little too close for comfort, mate. Die Frage ist halt jetzt, wie wir die andere Frau finden. Die war in Kempten, hat die gesagt, da geht sie hin. Ich habe keinen Plan, wo das ist. Aber wir müssen jetzt eh nochmal warten darauf, dass Archie wieder mit uns redet. Guck mal, wir haben es tatsächlich geschafft, heute so die Gefährtenmission von Archie fast durchzuhaben. Leerer Blutsack. Also Ziel quasi irgendwie doch erreicht. Hat halt auch Sinn gemacht, dass wir die Mission erst gekriegt haben, nachdem wir die Maske hatten. Drum ist ein Papp. Ich sehe zwar nichts, aber das ist ein Papp. You're on the mend and this radio station is brassic. If you fancy topping up my coffers, head over to me in Acme. Till then, here's me shilling for the Culpos. Oop. Friendly reminder from the gentry to pay fuck off. Das Portugalhaus.
baby, won't you please come home? Well, ein DIY Store. I'll save it till after the song, shall I? Ich habe eine neue Lieblingswaffe bei Seven Days to Die, der Schockstab. Erstens, er macht noch manchmal Bonk. Und dann britzelt er. Und dann fliegen die Zombies. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Da nochmal rein. Jetzt in die 1.0er Version. Nach allem. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ja auch noch die Videos von vor 10, 11 Jahren. Die Seven Days ganz, ganz früher ausgesehen hat. Als das Baummenü noch wie bei Minecraft funktionierte. Wo du so ein Raster hattest und dann die einzelnen Sachen reinlegen musstest. Um gewisse Dinge zusammenzubauen. Klingt so, als ob irgendein Geschützturm ist. Gott, ich dachte, die explodieren. Aber steht ja dran, entschärfen. Da wenigstens dann drei scharfe Minen auf dem Tisch. Ich will jetzt auch auf kritischen Schaden mit Energiewaffen. Ich dachte, da oben steht gerade so eine Mini-Tardis, aber es ist einfach nur eine Telefonzelle. Hallo Kiba. Wasser? Und Tom, wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht gut. In diesen Regeln. Gibt es die Regeln? Weiß ich nicht. Einfach kein Arsch sein. Irgendwo stehen auch welche, glaube ich. Aber kein Arsch sein ist eigentlich quasi, fasst es sehr gut zusammen. Okay, es ist eine Amigarten, Zwerge und Flamingos. Nur, dass wir die Flamingos nicht mitnehmen können. Regel Nummer 2. Regel Nummer 3. Regel Nummer 1. Ungefähr so wie bei den Unterhosen wichteln. Lewis Ham Tor Nummer 2, okay. Ein bisschen Waldorf-Feeling jetzt hier. Ohne Mods? Ne, wir haben zwei Mods im Spiel jetzt installiert. Wir haben einmal die Deutsch-Mod installiert. Also, dass jetzt hier die Texte auf Deutsch sind. Teilweise gar nicht mal so gut übersetzt. Und eine Mod, damit die Ladezeiten kürzer sind.
Wird nach der nächsten Weihnachtsfeier-Ausgabe. Die findet übrigens im Oktober statt auf der Polaris. Boah, wollen wir zu Polaris wichteln? Wollen wir zu Polaris wichteln? Boah, oder? Das ist doch eine coole Idee. Ich bin in Sozial... Ich habe ja nicht so viel Sozialleben und mit so Veranstaltungen und Partys und Menschen treffen bin ich so... Nee, der Pip-Boy gehört zu der London-Mod. Ich bin ja so im Sozialleben so gar nicht so aktiv. Ich weiß ja gar nicht, wie man so Sachen veranstaltet und Dinge plant und macht und tut und was man dann so machen kann, wenn man Menschen trifft und was man mit Menschen machen kann. Außer mit deiner Mutter. Ja, der Pip-Boy ist der aus der Mod. Also der ist gar nicht... Wir spielen ja die Fallout London Mod. Wir sind ja hier in London unterwegs. Und dieser Pip-Boy ist quasi die Freimaurer-Variante. Oder was auch immer das ist. Achso, hier ist ein Symbol hinter mir. Da. Ist aber gerade dunkel. Weiß nicht. Irgendwie. Nee, sollte schon. Weiß ich nicht. Menschen treffen sowas von über. So selten. Wir sind in London. Hier ist die Tower Bridge. Der Tower of London. Das U-Boot, was von Immanuel Kant gesteuert wird. Hier bekommen wir Melvig in ein Paket. Pack mal London in deine Beschreibung. Würde Sinn machen, ja. Kann nur jetzt nicht aus dem Spiel tappen, leider. Aber vielleicht kriege ich es hier drüber hin. Ja, die letzte Male stand es halt auch drin. Würde auch Sinn machen. Wäre smart gewesen, aber da scheitert es halt auch manchmal dran. Ha, hab's geschafft. Glaube ich. Ja. Man könnte ja eine Halloween-Version vom Wichtel machen. Genau. Aber das ist noch eine gute Idee. Guck mal. Hier, wenn wir gemeinsam denken. Also, wenn ihr denkt und ich da bin, funktioniert das. Vielleicht. Ich habe Urlaub. Ich will mir das mit dem. Ich habe Urlaub, mein Gedenken ist vorbei. Mal Brötchen machen. Ja, mal gucken, wie es wird, ob Menschen mit mir überhaupt da reden wollen oder nicht. Also das Ziel ist ja eigentlich, mit Menschen dort zu reden und kennenzulernen. Und da wir ja gerade festgestellt haben. Erneut meine soziale Schwäche. Ich finde halt einfach random Menschen anquatschen, um sie zu unterhalten. Ich finde das unglaublich schwierig. Selbst wenn es in so einem Kontext ist. Also wenn es irgendwie beruflich ist, also auf dem normalen Job, wenn ich da irgendwie dahin muss oder mit denen reden muss oder sonst was, gar kein Problem. Aber so auf einem Event dann einfach irgendwie Leute vollquatschen und sagen so, hey. Ein Siegner und Carporto entwickelt sich doch. Endlich. Sehr gut. Das
Das kriegen wir bestimmt hin. Nur mal gucken, wer im Endeffekt dann da ist. Aber von den meisten wissen wir es ja. Ja, Melvick hat ja gesagt, es geht alles, also, dass er kommt, oder? You got it, boss. Ja, Archie, komm mal her, wir müssen handeln. Hier drüben, ich kann sonst nicht laufen. Keep on blooding, eh? You pick up more stuff than the scavs I used to run with. Das ist auch richtig. Wo kommen die 19 Molotov-Cocktails her? And I just want you all to know I love you. I just wish you loved me back. But here I am being a shill for some ticks. Here's a word from our sponsors. Stop in for a drink at the Flying Dutchman located in Canada Water. Thames Folk owned establishment. Thames Folk welcome. Humans welcome. Ja, es ging halt um die Gamescom und das mit dem Menschen reden. Ja, ist halt einfach. I just broke what I was gonna play next. Einer meiner großen Schwächen, sich so irgendwie auf Events und Veranstaltungen mit Menschen zu reden und sich zu unterhalten und einfach so aus dem Nichts mit auf Menschen zuzugehen, um Konversationen zu führen. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber ist halt schon auch irgendwie wichtig und im normalen Berufsleben ist alles gar kein Problem. Weil das ja eigentlich auch hier irgendwie Berufsleben ist, nur anders. Klamotten nicht für Kinder habe. Annie, eine schöne gute Nacht. Genau, wegen der Polaris in Hamburg. Auf meinem Discord. Soziopath? Keine Ahnung. Hab mich nicht testen lassen. Das ist ja kein Termin irgendwo. Hab eine ärztliche Überweisung im Regal liegen, dass ich ein psychologisches Beratungsgespräch führe, aber krieg mal einen Termin. So. Seid. Nicht so einfach. Beziehungsweise dauert ewig. Raketenwerfer behalten wir, oder? Könnte funny werden irgendwann. Davon zerlegen wir mal nur eine. Entermesser. Ah. Nee, ich hab keine Sozialphobie oder sowas. Also ich habe gar kein Problem mit Menschenmengen, bei Menschenmengen zu sitzen, mit Menschenmengen zu tun zu haben.
Aber ich finde halt auch einfach Smalltalk voll unnütz. Es langweilt mich halt einfach super schnell. Ja, introvertiert so die Richtung. ...32 Schuss Trommelmagazin. Komm, ich find das schon funny. Ich sehe es ja auch nicht als Problem, ich sehe es eher als Schwäche, an der gearbeitet werden muss. ...82. Ich schalte einfach auf der Schrotflinte, ist immer merkwürdig. Charm? Ah, hier oben, das Ding. Machen wir das Gog-Logo drauf. Okay, da müssen wir jetzt mal gucken. Kampfarm. Ja, welche Seite? Kampfrüstung, rechtes, linkes Bein. Rechtes Bein haben wir, linkes können wir zerlegen. Rechtes können wir zerlegen. Rechtes Bein. Ja, kann man auch so definieren. Aber man kann halt auch, also
Probleme kann man halt auch lösen oder dran arbeiten und es ist etwas, was mich selber stört. Und daher ist es eine Eigenschaft, die ich mir halt antrainieren, üben möchte oder verändern möchte. Armseite, das ist. Now then, I suppose I better make me bread and butter. Here's a little chinwag for our sponsors. Need something recovered or discovered? Come and find Mycroft the detective located towards Baker Street near to Euston Station. You'll know when you're there, apparently. You ever been going on about your day enjoying a peace when a group of hooligans bursts in and ruins it? Singing, dancing, talking so loud? Here's Train to Merseyside. With a bunch of assholes partying on a train. Okay, ich habe jetzt Kampfrüstung an den Beinen. Left Arm, okay, dann können wir den anderen Kampfarm auch benutzen. Gasmaske behalten wir mal. Das aus, raus. Das ist einfach ein Knieschoner jetzt auf der einen Seite. Sieht halt alles nicht so aus, als ob es mich schützen würde. Weil würde ich meinen Anzug ausziehen, dann wäre ich halt nackig. Ja, und hier wird der Pip-Boy halt auch nicht am Arm getragen, sondern am Gürtel. Wie ein Discman oder so. Oh, das Inventar ist immer noch so voll. Okay, das ist ein bisschen geholfen. Ich habe auch wieder Bier und so ein Blödsinn mitgenommen. I hope you all like that one as much as I did. That was Train to Merseyside by Seth Bentos. Oh look, another song about a bloke in love. Mate, just get yourself some of the old gluck gluck and call it a rest, yeah? Anyway, here's Atom Baby. Nee, Discman nicht, das Ding davor. Walkman. Den ja. Beim Discman war es halt immer nervig, weil wenn du dich zu viel bewegt hast, ist er halt gesprungen und dann. Deswegen war es immer klug, den in der Hand zu halten oder so, wenn man irgendwie draußen war oder unterwegs oder von A nach B gelaufen ist. Einfach weil der sonst ständig irgendwelche Aussätze hatte. Walkman konnte man gut am Gürtel tragen. Discman hatte ich in Tatsache, wenn im Rucksack. Oder halt in der Winterjacke oder sowas. Da hast du ja auch große Taschen gehabt. Alle nach 2000 geborenen
Was ist ein Discman? Was ist ein Walkman? Hä? Hier an dem Wappenrock. Aber in dem Pub habe ich doch. Ich habe bestimmt die Dinger im Inventar, oder? Ja. Ah, jetzt steht sie natürlich in. Vier Leaf Public House waren wir und haben fertig. Aber wieso steht nicht dran, dass wir am 4 Leaf fertig sind? Hey! Du Scheißer! Next song, London Bridge is doing exactly what I wish it would do. Full fucking Dan. And hopefully it take all the dirty cannibals with it. The London Bridge was falling down, but nobody stopped it. And big old Ben ain't come around. Ja, da Kiba gerade mal ein USB-Kabel weggesnackt, geil. Warum? Oh, wie spät? 12:30. Okay, wir gucken mal, ob wir noch was Kleines haben. Okay. Die Kneipen sind dadurch nicht markiert. Wir gehen da hin. Oben aus der Tiefe. Business-Astronaut hier, Archie, am Start. Hey, ab! Ich war hier unten schon mal drin.